Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Think Again, Freunde. Und ja, ich würde sagen, wir kaufen jetzt erstmal irgendwie Kram ein. Hier so Kleinzeug irgendwie. Die verkaufen gerade günstig Kräuter und Kaffee. Und wenn wir das haben, dann kaufen wir uns von dem Geld ein größeres Schiff. Dann, wenn wir ein größeres Schiff haben, traden wir noch mehr. Dann haben wir voll viel Geld und können uns vor allen Dingen noch einen dritten Charakter dazu holen. Ich brauche unbedingt jemanden, der ein bisschen buffen oder heilen kann oder so. Und ja, dann fahren wir erstmal rum, suchen uns cooles Zeugel. Weil Easy Dungeon sind hier offensichtlich keine Easy Dungeon. Cave of Girls? Achso, da wollte ich ja hin. Also ich würde zumindest noch einen dritten Charakter und ein Schiff haben, um da unten in den super gefährlichen Super Dungeon zu gehen. So, dann gehen wir hier mal auf den Markt und wir haben Geld. Und dann kaufen wir, ich kann eh nur 6 Sachen kaufen. 20%, 23%. Aber ich kaufe hier, weil da ist cooler. So, dann wieder zurück zur See. Können wir uns direkt eine Route machen und gucken, wo wir denn Kräuter wieder teuer. Wer kauft das denn? Die kaufen nichts. Also die kaufen schon, aber nicht so teuer. Wer kauft Kräuter? Wer kauft... Kauft jetzt hier keiner Kräuter oder was? Doch, da unten. Sehr gut. Fahren wir da hin. Dann schauen wir gleich, ob da irgendwer irgendwo noch jemanden Shipyard hat. Und gucken erstmal, was ein größeres Schiff kostet. Weil eine dritte Person an Bord wäre eigentlich schon ziemlich sexy. Und dann schauen wir mal, wie wir die alte Band wieder zusammenbringen. The enemy is near. Ist mir egal. Es ist mir egal. Ich werde hier... So, hier haben wir 3020. Market. Dann nehme ich hier Fabric mit. Und Bananen. Okay, na gut. Habe ich halt jetzt noch Bananen an Bord. Macht ja nichts. Dann schauen wir mal, wo wir Fabric wieder verkaufen können. Sells, Buys. Oh, direkt hier unten nebenan. Das ist gut, das gefällt mir. Da wollen wir hin. Hui. Raketenschiff. Ich bin so lange jetzt Pirat, aber eigentlich bin ich nur Händler und... Oh, Tortuga hat auf jeden Fall ein Shipyard. Market. Dann weg damit. So, jetzt haben wir 3800. Dann gehen wir mal auf den Schiffsmarkt. Ja, 3000 kostet die hier. Die kostet 6000. Das ist aber ein Monstrum. Aber guck mal, hier können wir schon 4 Piraten draufpacken. Yes. So, haben wir das. Geil. Eine alte Fregatte. Schauen wir mal direkt in der Taverne, ob hier was Cooles ist. Aber nee. Die sind einfach nicht stark genug. Die sind nicht stark genug. Ich gehe mal kurz in den Store und wollte mal eben gucken. Die hat es bei Personal Items. Die ist ja völlig kaputt, die Frau. Auge weg, Bein weg. Macht mir persönlich aber jetzt nichts Großartiges aus. Ich würde sagen, wir fahren erstmal rum und gucken, ob wir nicht irgendwo noch einen coolen Piraten kriegen. Den wir dann zumindest schon mal diesen Voodoo-Stock der Heilung hier ausrüsten können, weil das würde uns schon einiges bringen. Da bringt mir gerade der Einser überhaupt nicht viel. Obwohl, Moment, Taverne. Ja, guck mal, der ist schon 5 und sie ist 3. Nee. Dann gehen wir lieber... Nein, nicht Market. Doch, Market. Die verkaufen billig Spice im Moment. Nehme ich billig Spice mit, 3 Stück, klar.
Schau mal, wo ich das teuer wieder verscheppern kann. Hier direkt nochmal nach nebenan fahren. So, jetzt haben wir auf jeden Fall, können wir schon mal angeben mit unserem coolen Schiff. Ich fahr, ja. War egal, ob links oder rechts. Dem dicken Ding hier anlegen ist ja immer so ein Sachen, ne? So, haben wir 1200. Gehen wir mal hier in die Taverne und gucken. Boah, der kostet nur 4,80. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit, Boy. Den transferieren wir zu Blind. Blind ist sehr intelligent. Kriegt 10% Experience. Gives no bonus, was? Or penalties? Also er ist Mann der Mitte. Minus 2 Speed. Ja, okay, kann ich erstmal mit leben, ne? Intelligent. Inkompetent. Das muss ich wegwürfeln. Ist hier eine Voodoo-Hexe? Ne. Das muss weg. Deswegen ist sie so schlecht. Das muss auf jeden Fall weg. Okay, das muss auf jeden Fall weg. Market, was verkaufen die hier billig? Bananen. Nehme ich mit. Jetzt traden wir uns hoch, jetzt traden wir uns hoch und dann liefern wir das Plektron aus, würde ich sagen. So, wer kauft denn Bananen? Die hier, die kaufen teuer Bananen. Machen wir uns direkt auf den Weg. Jeder will Bananen. Ich schätze mal, dass es bei anderen Quests dann hinterher doch dann wirklich noch ein bisschen schwieriger wird, ne? Oder? Klar kann ich jetzt hier mit 3 Bananen am Ende nichts anfangen. Oder 4. Aber sollen wir schon mal ein bisschen mehr? Und, ne? Boah, 23% günstiger hier. Da kann ich nur 2 von kaufen. Tüchers. So, und dann gehen wir in Dungeon. Okay, Tortuga. Okay, da ist nämlich auch eine Voodoo-Hexe. Dann fahren wir da noch hin. Kurz nach Tortuga und die Tücher verkaufen und die Voodoo-Hexe kurz sagen, weil, wow. Da ist ein Malus. Malus, der muss weg. Und dann fahren wir hier zum Dschungeldings, oder? Jungle of Death, ist das Medium, oder? Wissen wir nicht so genau, ne? So, hier erstmal verticken. Ah, ich würde gerne noch mehr Kram einkaufen hier und uns hochgrinden jetzt, aber das... Voodoo-Hexe. Creep, du musst auf jeden Fall das Ding hier loswerden. Oh, nö, was ist das? Minus 5% Luck. Müssen wir jetzt erstmal mit leben. Shit. Okay, wo ist dieser Jungle of Death da? Da fahren wir jetzt hin und dann schauen wir, was passiert. Wir haben jetzt wenigstens einen Voodoo-Mann dabei. Na, der erste Dungeon ist ein bisschen schlecht gelaufen. Ich hätte halt gerne einfach auch mal hier... Was ist mit denen da? Die wollen fliehen. Lass mich raten, die haben es jetzt da oben auf mich abgesehen. Ja, klar. Ja.
Jetzt haben die auch noch irgendwelche Feuerkanonen oder was? Oh ja. Die machen ordentlich Schaden. So eine Kacke. Ich glaube, ich habe nicht mal mehr genug. Oh nein, ich habe nicht mal mehr genug Kanonenkugeln. Okay, wir hauen ab. Es war nur ein Trick. Es war gar nicht ernst gemeint. Tschüss. Ich kann jetzt erst schneller machen. Piratenjäger, bumm. Nee, wir brauchen coolere Waffen. So, ab in den Dungeon. Easy Dungeon, Quack Quack ist am Start, Blind ist am Start. Alle sind relativ ausgerüstet mit Kram. Das finde ich gut. Dann würde ich sagen, machen wir direkt erstmal die Tür auf. So, Mr. Calm. Ich würde sagen, wir gehen hier mal rein und machen einen, ja, auch wenn es nur 33% sind. Es ist ein Fail vom Allerfeinsten. Creep kann leider nicht so weit laufen. Aber Blind kann laufen. Was kann das hier eigentlich? 3 Damage to Enemies. Bringt mir also auch nichts, aber ich stelle den dann hier vorne hin. Kommt immer noch nicht dran? Ne, ne. Okay. Trap Check, da haben wir schon mal eins diffused. Da ist noch eine Tür. Alter! Sticht er mich? So, dann gibt's hier von Quack Quack direkt einen auf den Zack-Zack. Wir müssen Quack Quack irgendwie stärker kriegen. Captain Quack Quack ist nicht stark genug. Was kann eigentlich sein Piratenhut? Er hat mehr Defense, Experience und Discount halt, ne? Ah, vielleicht müssen wir doch Captain Blind hinterher. Oh, schöner Glückswurf. Einen Schaden nur. Wow. So, das hat schon mal Schaden gegeben. Das gab überhaupt keinen Schaden. Der Captain Quack Quack ist echt irgendwie, ich weiß nicht. Dem Mann, dem fehlt's halt einfach an allem. Sehr inkompetenter Captain. Warum ist der so inkompetent? -1 Attack. Fast blind. Aber warum kann der... Verstehe nicht. Der müsste doch eigentlich ziemlich stark sein. Er hat +3 Base Attack. Aber Myopa und Darkness geben ihm natürlich --. Oder was? Wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen mehr Geld. Man muss sich hier echt hochtraden in dem Game, weil sobald du Kohle hast, ist eigentlich kein Problem mehr. Dann kannst du jeden Malus wegwürfeln auf Dauer. Na, hier gab es nochmal 2 schöne Schaden. Gefällt mir gut. Und gepoisoned ist er auch noch ordentlich. Auch gut. Ja, keine Chance. Sehr gut. So, Fallen-Check-Elech haben wir hier gemacht. Würde ich sagen, gehen wir mal hier rein. Fallen-Check. Fail. Dann schicken wir mal unseren Blind Master rein.
würde halt echt gerne. Ja, wisst ihr, weil eine Trap ist hier dann doch noch gewesen. So, Kapitän Quack Quack. Wir machen hier den Talk. Was ist das? Ich kann's nicht glauben, mein Plektron. Oh. Wie viele Jahre sind vergangen? Wo hast du es her? Oh, Stingray hat dich geschickt. Oh Gott, was will er denn? Ich dachte, er wäre tot schon lange. Was für ein alter Fuchs. Will er wirklich, dass ich mit zurückkomme? Okay. His voice, seine Stimme und mein Banjo. Oh ja. Okay, I'm in. Okay, wenn ich hier mit meinem Auftritt fertig bin. Okay. Bernie is ready. Wir wollen aber hier noch ein bisschen die Chests open. Hat nicht geklappt. Achso, die ist verschlossen. Dann mach du mal die Chest open. Vielleicht finden wir was Cooles. Na, eine Fackel. Du bleibst erstmal einfach stehen, damit du hier Intelligenz-Dice machen kannst. Und Captain Quack Quack geht wieder vor. So, Creep kann sich mal an der Truhe, oder? Nee, da riskiere ich nichts. Ich stelle Creep einfach mit nach hier hinten. So, ein Blind kann hier öffnen. Oh, schöner Bananenhut. Ein Stärke, ein Speed und Stun Enemy. Würde ich sagen, ziehen wir uns an, oder? Schöner Bananenhut. Okay, Egghead. Greift den direkt an. Sehr schön, zwei Schaden gemacht. Gehen wir mal hier in den Raum. Und treten natürlich in eine Falle. Es war so klar. Ich habe gerade kurz überlegt, ob da eine Falle sein könnte. Na, schauen wir mal. Ne, weiß man ja nicht. Aber es macht nichts. So. Hier gibt es nichts mehr zu entdecken. Keine Türen mehr. Kein gar nichts. Okay, haben wir ein bisschen Gold gemacht. Exit. Yes. Sarah kriegt ein Level Up. Sehr gut. 374 Gold und einen Hut. Naja, okay. Aber es ist besser als gar nichts. Wir wollen jetzt zurück nach Tortuga. Doch, wo war Tortuga? Hier unten, ne? Ne, Camp of Demons. Tortuga ist da. Auf. Unser Schiff ist so ein bisschen zerstört. Aber ich habe jetzt kein Schiffgeld. Ihr wollt Piratenjäger sein? Guckt euch mal an. Oh. Warum haben die so gute Kanonen, scheiß Piratenjäger? Man muss Queste machen. Denn nur wer Queste macht, kriegt neue epische Gegenstände, die erscheinen können. Bis jetzt habe ich noch nichts von den neuen Gegenständen irgendwie so wirklich gesehen. Außer das Schiff, ne? So, Tortuga. Queste, wunderbar. Oh, Barney agreed. Okay, old Barney never knew. Okay. Ich dachte, er wäre sauer für mich für immer. Aber naja, gut. Aber ich brauche noch jemanden, war ja klar. Er ist an den Drums der Beste. Puma, okay. Er hat so viel Energie, dass den Leuten die Ohren platzen. Okay. Wo könnte er sein? Slaughterhouse of Saints. Okay. Im Sharkies. Im Slaughterhouse of Saints. Okay. Okay, wir nehmen die Drumsticks mit. Ich habe sie gekauft damals, ne? Ja, ja. Vielleicht sind die verflucht oder so. Market. Wir haben $1000. Vielleicht nehmen wir hier noch ein bisschen was mit. Gewürze nehmen wir mit, oder? Ja. Gewürze nehmen wir mit. Haben wir Gewürze auf dem Schiff. Wo sollen wir hin?
Drumsticks nach Sharky's Club im Slaughterhouse of Saints. Wo ist das Slaughterhouse of Saints? Difficulty normal. Nee. Will ich jetzt nicht. Ja, die kaufen... Ich habe doch Kräuter jetzt dabei, oder? Ja. Würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal noch ein bisschen Geld. Dann können wir uns nämlich vielleicht auch bei dem einen oder anderen coole Sachen kaufen. Wir haben jetzt ein großes Schiff. Wir könnten eigentlich viel mehr traden, ne? Aber... Wir haben noch keine Schätze gefunden. Haben wir irgendwie noch eine Schatzkarte für einen günstigen Dungeon? Ich so, guck, haben wir schon mal hier. Die verkaufen gar nichts hier. Nee, Store. Gehen wir kurz auf den Store. Mermaid of Sorrow und Stinky Land of Pleasure. Mermaid of Sorrow und Stinky Land of Pleasure. Stinky Land of Pleasure ist hart. Mermaid of Sorrow ist normal. Könnten wir rein theoretisch schaffen. Aber ich würde sagen, wir schaffen das erst in der nächsten Episode, liebe Freunde. Ja, so ist das Leben manchmal, ne? Ich wünsche euch allen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr Lust habt, ne, dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Und ja, geil. Bis dahin, auf Wiedersehen, danke fürs Zusehen, reingehauen und ciao.